Männerschnupfen ist echt bes. So ein Männerschnupfen ist echt bes. So ein Männerschnupfen. Mit einer Investition von rund 15 Millionen Euro und 259-tägiger Bauzeit wurden rund 30.000 Quadratmeter Wände und Decken bearbeitet, 133.000 Meter Kabel neu verlegt und 270 Tonnen Stahl verbaut. Dafür waren bis zu 150 Arbeiter gleichzeitig auf der Baustelle und das bei laufendem Betrieb. Das Wellnesshotel Royal in Bad Ischl präsentiert sich seinen Gästen nun rund erneuert in der 4-Sterne-Superior-Kategorie und ermöglicht entspannte Relax-Aufenthalte auf höchstem Niveau. Wir haben ja schon in Bad Ischl einmal einen großen Schritt gemacht mit dem Ausbau und der Entwicklung der Eurotherme. Und es war immer klar, dass auch das Hotel auf das Niveau, auf das sehr gute Niveau, das wir hier haben, kommen muss. Und daher ist die Entscheidung gefallen, sehr zügig hier auch zu bauen. Und ich habe deswegen so eine Freude, weil es gelungen ist, in Bad Ischl, in einer der schönsten Regionen, die wir in Oberösterreich und in ganz Österreich wahrscheinlich haben, jetzt wirklich so ein Schmuckkasterl herzustellen. Wir haben die Zimmer thematisiert mit Birkenzimmer, mit Zirbensuiten, mit Alpinzimmern. Der Sinn von solchen Infrastrukturinvestitionen ist, dass die gesamte Region profitiert. 170 Arbeitsplätze gibt es in diesem Hotel. Darüber hinaus natürlich ist es ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Der Handel in der Innenstadt profitiert. Wir dürfen in Ischl sagen, dass der Innenstadthandel funktioniert, dass die Innenstadt lebt und es profitiert die Gastronomie in der Stadt. Und so ist es eine runde Geschichte und eine nachhaltige Geschichte. Und für einen Tourismusort wie Bad Ischl, das ist mit historischer Bedeutung ist es natürlich eine wunderbare Sache. Der komplette Innenbereich wurde vollständig modernisiert. Eine einzigartige Note verleihen dem Hotel zusätzlich spezielle Thermenzimmer und Suiten, die mit außergewöhnlichem Design die Gäste überzeugen. Ja, hier die Sky Lounge ist natürlich das Juwel des ganzen Hauses. Das ist etwas Einzigartiges. Das ist wirklich sehr spektakulär, wie hier auch die Naturkulisse inszeniert wird. Und die Leute werden sich hier sehr, sehr wohlfühlen. Das ist wirklich exzellent gelungen. Da kann man nur gratulieren. Das Niveau ist beeindruckend. Es ist aber auch gleich zum Wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf. Ich glaube, da werden uns die Gäste ordentlich die Tür einrennen. Auch Kaiser Franz Josef wusste damals schon um die Vorzüge dieses Landschaftsjuwels im Herzen des Salzkammerguts. Der Kaiser hat vor vielen Jahren sich was überlegt, warum der da sich eine Sommervilla und Sommerresidenz hergebaut hat. Der wirkliche Grund ist ein Geheimnis, aber echt verrogen. Ischl hat doppelt so viele Sonnenstunden wie zum Beispiel der Zentralraum Christkirchenwölser und Umgebung. Und heute Eröffnung am 6. November. Wir haben 24 Grad gehabt und da draußen in der Sonne wahrscheinlich 30 Grad. Herz, was willst du mehr? Das Eurothermenresort Bad Ischl, ein Urlaubsort mit Schönwettergarantie. Führungen durch Praxiswelt, Schule und Internat werden am 23. November beim Tag der offenen Tür der Landwirtschaftsschule Weizenkirchen geboten. Infos über Ausbildungsschwerpunkte und Berufschancen inklusive. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. Werden Sie jetzt SOS Kinderdorfpate. Kuschelige Hasen, Vögel, Geflügel, Tauben und Enten. Bei der Kleintierzuchtausstellung in Kallham gibt es so einiges zu bestaunen. Die Rasse-Kleintierzüchter haben es sich zur Aufgabe gemacht, Arten, die vielfach bedroht sind, zu erhalten, zu hegen und zu pflegen. Einfach putzen, striegeln und gut draufschauen. Und meine Hähner, die fressen was da haben. Und wenn ich da aufgehe in meinen Garten, wo die Hähner sind, ich stehe auf der ganzen Stunde, ziehe sie mir hin. Und die kommen zu mir zu und fressen was da haben. Und werden Gsöli, wie man so früher gesagt hat. Ne? Ja, das ist das Um und Auf. Die Liebe zum Tier und wo ich wieder dabei sein. Vor allem die Flügel hat es den Kleintierzüchtern momentan besonders angetan. Den Trend merkt man schon, dass es auch bei uns in unseren Ausstellungen so ist, dass die Sparte Geflügel, vor allem die Hähner, zunimmt. Schmeckt so Ei vom Rassehuhn besser? Viel besser, natürlich. Wird mit Liebe gehalten und gefüttert.
Doch nicht immer waren für junge Züchter Hühner die erste Wahl. Ich wollte eigentlich über einen Hund oder Katz und der Papa hat gesagt, nein, das passt nicht, Hähner kannst du haben. Ja. So ist das entstanden und mittlerweile ist mir das voll lustig und das hat mir immer gespürt. Ich stamme vom Bauernhof an und ich bin immer gern von meinem ersten Tag bei den Viecher gewesen und ich habe gesagt, okay, wie gesagt, ich habe nicht ein Haus und dann habe ich jetzt Hasen, Hähner und Katzen, ich habe alles, irgendwas. Ich bin liebend gern bei den Viecher einfach. Die Liebe zu Tieren wird groß geschrieben. Ein respektvoller Umgang mit der Natur wird bei den Kleintierzüchtern schon früh gelernt. Also ich glaube, wer das selbst erlebt hat, ein Haustier zu haben, ist mit Sicherheit ein Mehrwert, den man in der Jugend sozusagen haben kann. Und diese Tiere in der Vielfalt, die da ausgestellt sind von Vögeln, über Hasen und über Hühner und über Enten, sieht man selten auf einem Platz. Und da ist natürlich die Begeisterung groß, weil halt auf kleinem Raum trotzdem sehr, sehr viel präsentiert wird. Ja. Tierhaltung und das ist ja mit ungemein viel Arbeit verbunden. Vor allem, wir wissen, dass diese Tiere täglich werden brauchen und so freut es uns, dass der Verein so gut aufgestellt ist und diese Ausstellung bei uns macht. Und besonders zu Tagen wie diesen werden die Tiere noch ganz besonders herausgeputzt. Ja, also man muss einfach mal schauen, dass die Viecher also nicht dreckig sind, einfach mal die Füße ein wenig reinigen und so. Und dann muss man halt noch ein wenig einen Feinschliff, sage ich, machen, ein wenig so Federn, die was nicht passen, ein wenig zupfen und ein wenig mit dem Öl muss man es ein wenig einschmieren auf die Füße und am Kampi, dass es ein wenig höher glänzeln, dann hat es hin. Am Ende wurde die liebevolle Arbeit mit den Tieren durch Prämierungen der Richter belohnt. Und vielleicht wurde bei so manchem kleinen Besucher die Liebe zu den Kleintieren noch mehr geweckt. Bei Betten Ammerer gibt es eine große Auswahl an schönen Dingen für ein kuscheliges, hügeliges Zuhause. Hüge heißt frei übersetzt, mach's dir gemütlich und beschreibt das dänische Lebensgefühl. Und die Dänen sind ja bekanntlich das glücklichste Volk der Welt. Jetzt im Herbst ist einfach die beste Zeit, sich zu Hause in den eigenen vier Wänden so richtig gemütlich zu machen und für ein wohliges Schlafvergnügen sorgen. Kuschelwochen sind beim Betten Ammerer. Alle warmen, anschmiegsamen Wintertuchenden sind jetzt 50 Euro günstiger. Für die Traditionalisten habe ich ein Tuchend Wolke, besonders dick, 1,5 Kilo, der ist richtig schön warm. Ich habe eine Hüge-Kuscheldecken, das ist, wenn wir es ein bisschen leichter haben, wir ein bisschen anschmiegsamer mit einer Körperabsteppung, eine feine, gute Ware. Und für die Männer, sage ich immer, habe ich eine Funktionsfaserdecken, waschbare, Männer schwitzen tendenziell ein wenig mehr, die genauso warm ist, aber immer nur eine schöne Leichtigkeit hat. Ob kuschelige Betten oder flauschige Wohndecken samt passenden Zierkissen für gemütliche Abende auf der Couch. Egal, was Sie für Ihr perfektes Hüge suchen, bei Betten Ammerer werden Sie auf jeden Fall fündig. Zeitgleich findet im Hause Ammerer auch wieder die Bettwäsche-Sammelaktion statt. Wir sammeln auch dieses Jahr wieder für die Caritas ausgedehnte Bettwäsche. Bringen Sie es vorbei, schauen Sie mal im Kosten, ob Sie irgendwas haben, was Sie nicht mehr brauchen. Als Dankeschön kriegen Sie bei uns bis zu 10 Euro auf die neue Bettwäsche. Aber geht jetzt hauptsächlich darum, dass wir was sammeln, zu Weihnachten für arme Leute im In- und im Ausland, damit die auch Freude haben. Tun Sie sich einfach selbst und anderen etwas Gutes. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg, Everding und Mattighofen. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover ORF-Moderatorin Nina Kraft. Einfach bombastisch. Die neuen XL-Daunenjacken. Und wild gekocht. Gaumenfreuden aus Wald und See. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Ladies and Gentlemen, ich heiße Schuppe. Und Sie herzlich willkommen zum Monsterland. Eine Ehre geht zu Ende nach 20 Jahren Wurmgeschichte. Heute die letzte Nacht, aber mit H.P. Baxter, mit einem Hardstyle-Floor, mit vielen Gästen, mit den Ghostbusters. Kommt alle her, die Ghostbusters, Eagle Spengler, alle hier. Die Wurmnacht wird gruselig.
Und alle waren sie da. Die Horrorclowns, quicklebendige Untote, furchteinflößende Monster, Aliens und was sich sonst so zu Halloween auf die Straße traut. Nein, wir sind eh angeschminkt, so schauen wir in der Früh immer aus. Wir haben sie, glaube ich, 3 Wochen zu Hause gesetzt und dann haben wir einen Schlussbock mit einem Ghostbusters. Weil wir denken sicher keiner. Naja, wir sind 7 Leute, die was sie einfach als Ghostbusters verkleidet haben. Aber keine Ahnung, wo die anderen sind. Und das war auch kein Wunder. Auf dem riesigen Gelände der alten Lederfabrik Wurm gab es 6 Floors mit zahlreichen DJs, wummernden Bässen und schaurig schönen Gestalten. Mit meinem Kollegen Slav plus V8 heißt er, mit meinem DJ, wir hergefahren heute und ja, jetzt noch ein bisschen feiern und HP Baxter schauen, wie geil ist das? Der Scooter Frontman war sicher der Höhepunkt im Haus der 1000 Leichen. Doch die eigentlichen Stars und Sternchen waren die Besucher mit ihren Outfits. Und wer sich selbst nicht die Mühe machen wollte, bekam hier die passende Maske verpasst. Da macht man einfach sehr kreativ. Man weiß hey, ungefähr, was die Leute wollen, ob sie jetzt einen Totenkopf wollen oder Hunden oder so. Man lebt die Kreativität einfach aus. Naja, es gibt trotzdem sehr anstrengende Leute, die was dementsprechend schon einen Alkoholspiegel haben. Da kann es ein bisschen schwierig werden, aber sonst geht schon, passt schon. Ich lasse meine Stylistin machen, was sie will, weil ich meine, ich kenne mich nicht aus, aber sie schaut. Außerdem kann man uns noch schöner machen. Ganz genau. Hauptsache, ich werde mal schöner. Aber wie kommt man auf die Idee, als Auto einzulaufen? Das muss meine Kollegen fragen, wie er heute poltert. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber ja. Da muss man durch. Durch ist man auch in der Wurmfabrik. Das Monsterland ist nach diesem Tag Geschichte. Ist super, darum wir daten jedes Mal wiederkommen, aber das ist leider das letzte Mal. Ein UFO, ein Geister-UFO ist gekommen und hat gesagt, ihr müsst die Wurmnacht beenden. Der Lindwurm speit zum letzten Mal sein Feuer. Und ich habe 20 Jahre lang die Stelle hier gehalten in der Wurmhalle. Hab alles gesehen. Hab alle Rauschige habe ich angeführt, alle Fashion-Mescher, also mehr kann man nicht erwarten vom Wurmfestival, vom Brescher und vom Monsterland. Ich sage danke für 20 Jahre Wurmgeschichte. Er ist Mexikaner, kann bis zu 5 Meter hoch werden und zählt zu den meist angebauten Zimmerpflanzen. Hochsaison für den Weihnachtsstern ist November und Dezember. Damit er so aussieht, muss der Gärtner bis zu einem Jahr vorher mit der Arbeit beginnen. Bei der Produktion, ja, da braucht er ein Mikroklima, er will eine hohe Luftfeuchtigkeit und der gehört dann immer eng in der Kultur gehalten und bis zu 6 Mal müssen wir den rücken. Das ist ein sehr großer Arbeitsaufwand. Zugluft mag er nicht. Am besten wächst er in hellen und warmen Räumen. Ob in großen Vasen oder als Tischdekoration. Rund 300 Millionen Stück werden jährlich in Österreich gekauft. Der Weihnachtsstern liebt die Wärme und hasst die Kälte. Aufpassen beim Nachhausetragen. Gut einpacken, er vertragt keinen Frost. Unter 10 Grad plus wird es schon kritisch. Dann auf den Standort achten, ein heller, warmer Standort. Einen warmen Standort brauchen auch diese Vitamin-C-Bomben. Die ganzen Zitrusfrüchte ist jetzt ab November, Dezember bis Februar, ist ja in den Anbaugebieten Haupterntezeit. Und jetzt sind auch die Pflanzen am schönsten, weil jetzt ist der beste Fruchtschmuck drauf. Und darum hat sich das entwickelt, dass viele Pflanzenfreunde Zitruspflanzen auch als Geschenkartikel hernehmen für Weihnachten. Limette für den Mojito, Mandarine für die Marmelade, Zitrone für den Tee. Alle Zitrusfrüchte können verarbeitet werden. Sie schmecken aber nicht nur als Marmeladen, sondern reinigen auch noch die Raumluft. Ob Zitronenbäumchen oder Weihnachtsstern. Den richtigen Topf findet man in der Deko-Ecke bei Dobetsberger in Wels.
Meggenhofener ÖVP nominiert einstimmig Kandidaten. Nach dem überraschenden Ableben von Wilfried Suchy muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Die ÖVP schickt Heinz Oberndorfer in das Rennen. Albanischer Staatspräsident sagt Danke. Der Ehrenpräsident der österreichisch-albanischen Gesellschaft übergab in Albanien ein Feuerwehrauto. Ilir Meta dankte den Feuerwehrleuten aus Oberösterreich. Das Fahrzeug soll für die Bekämpfung von Bränden und Hochwässern zum Einsatz kommen. Landesausstellung zieht erfolgreiche Bilanz. Die Rückkehr der Legion holte insgesamt über 270.000 Besucher nach Schlögen, Oberanner und Enns. Landeshauptmann Thomas Stelzer freut sich, dass das Konzept gut aufgenommen wurde. Frauen verdienen immer noch klar weniger. Die ÖGB-Frauen beklagen die Einkommensschere zwischen Mann und Frau in Grieskirchen. Der Unterschied, so der ÖGB, liege jährlich bei über 12.000 Euro. Weltweite Leuchtzeichen gegen Gewalt an Frauen. Auch Grieskirchen wird Teil der weltweiten Kampagne Orange the World stoppt Gewalt an Frauen sein. In Kooperation mit den Vereinten Nationen und He4She setzt sich Soro Optimist international gegen eine der am weitest verbreiteten Menschenrechtsverletzungen ein, gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen. Cooler Start in die Eislaufsaison. Mit einem Eishockey-Showmatch, Live-Musik und Punschanstich wird am Freitag, 9. November um 17 Uhr in Bad Schallerbach die Eislaufsaison eingeläutet. Pünktlich zum Eröffnungsfest des Bad Schallerbacher Winterdorfs hat sich der Rathausplatz wieder zu einem gemütlichen Treff für Jung und Alt mit Hütten und Wärmezonen herausgeputzt. Grüß euch auf der Key Mountain Range. Mein Name ist Manfred Hofer und ihr werdet jetzt einmal irgendwas übers Wanderreiten sehen. Die abwechslungsreiche Hügellandschaft in der Vitalwelt ist für Naturliebhaber perfekt. Geübte Reiter können sich bei uns ein Pferd ausleihen. Urlaubsgäste, die mit dem eigenen Pferd anreisen, können sie bei uns einstellen. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Bis bald bei uns im Landl. Wir befinden uns da im Maschinenraum der Furtmühle Bram. Wir sind da herinnen bei den Dieselmotoren, die aus den Jahren 1925 und 1927 stammen. Die Mühle und das Sägewerk waren technisch da zum Beispiel auf einem sehr hohen Stand. Er hat bereits 4 Walzenstühle betrieben und 2 Vollgatter. Und dadurch war das Wasser der Bram einfach zu wenig und der Betrieb ist dann ausgebaut worden mit einer Dampfmaschine, mit einer Turbine und dann in Folge natürlich im technischen Fortschritt mit 2 Dieselmotoren. Wir sind jetzt da beim Deutz Dieselmotor. Das ist ein Einzylinder Viertakter Motor, Baujahr 1927. Da sind wir bei der Dampfmaschine. Die Dampfmaschine ist nicht Originalbestand der Mühle, sondern sie stammt eigentlich aus dem Mühlviertel. Aber ursprünglich, und das zeigt uns eine Ansichtskarte aus 1917, ist eine gleichartige Dampfmaschine da in Betrieb gewesen in der Furtmühle unter dem Namen der Mühnerstier. Der Mühnerstier deswegen, weil er die Dampfmaschine Pfeifferl gehabt hat, die so ähnlich Bild hat wie ein Stier. Das Instandsetzen wird schon sehr schwierig bei den Motoren, weil alles handgemacht ist drauf. Ersatzteile bekommt man so gut wie nicht mehr. Und mit viel Liebe wird das immer wieder so weit forciert und repariert, dass man es schön vorzeigen kann, dass es wirklich wieder schön läuft. Durch den Zusammenschluss vor 25 Jahren setzte die Raiffeisenbank Region Hausruck einen Meilenstein in der oberösterreichischen Raiffeisenbankgeschichte. Das Thema war, die Raiffeisenbanken in den einzelnen Gemeinden zu stärken,
flexibler zu machen, um Kosten zu senken. Ein besonderes Highlight war der Wettbewerb der oberösterreichischen Raiffeisenbanken, den Pegasus in Gold zu gewinnen. Und den hat die Raiffeisenbankregion Hausruck gewonnen als beste Bank von Oberösterreich. Wir haben durch den Zusammenschluss geschafft, dass wir aus den einzelnen Banken eine Gemeinschaft gemacht haben, eine Regionalbank, eine starke, die auf den Kunden zugeht und die auch den entsprechenden Zuspruch bei den Kunden gefunden hat. Unsere 80 Raiffeisenbanken sind in Wahrheit die Grundlage unseres Schaffens, unseres Wirkens, weil wir in der Region tätig sein wollen. Und die Landesbank unterstützt und hilft, wenn es größere Vorgaben gibt, die über eine einzelne Raiffeisenbank hinausgehen. Eines ist ganz wichtig, wir müssen alle auf die Kosten schauen. Und auf der anderen Seite müssen wir immer darauf schauen, dass wir direkt bei den Menschen bleiben und direkt im Kontakt sind. 25 Jahre gemeinsam mehr erreichen. Man bedenke, vor mehr als 40 Jahren hatte nicht jeder ein eigenes Girokonto. Die Bankomatkarte hat vor 25 Jahren Einzug gehalten. Mit der neuen Digitalisierung stehen abermals viele neue Türen und Investitionsmöglichkeiten offen. Von der Entwicklung der Gesamtmittel in den letzten 25 Jahren hat sich das gut verdreifacht. Das heißt, am Anfang waren es ungefähr 160 Millionen Euro. Mittlerweile sind es 477 Millionen Euro, was die Kunden bei uns haben. Und das Geld wird aber wieder in der Region veranlagt, ganz grundsolide bei unseren Unternehmern wieder investiert. Unternehmen leben von Finanzierung. Es gibt manche Familienbetriebe, die alles mit Eigenkapital finanzieren, aber du brauchst immer in der Regel als Unternehmen, brauchst du verlässliche Banken, mit denen du deine Geschäfte abwickeln kannst, die da Finanzierungen stellen, die einfach eine langjährige Beziehung haben. Und da denke ich mir, da ist das schon ein wesentlicher Faktor. Die Raiffeisenbank Region Hausruck bekommt Verstärkung. Ingenieurmagister Andreas Geisbauer und Diplomkaufmann Christoph Kimpflinger werden die zukünftigen Geschäftsleiter. Zwei starke Partner für eine starke Bank. Willkommen in der Anderswelt, in der Welt der Druiden, der Werwölfe und Feen. Kommt mit! Und begleitet mich, falls ihr euch traut. Ich beschwöre dich, mächtiger Felsen, mächtig sei das Tor in die fremde Welt, fremd sei ich in diesem wundersamen Land. Die Göttin Danu begrüßt uns in ihrem Reich, wenn man ihr angemessen begegnet. Das ist der Herr der Tiere. Er lehrt uns die Macht der Räucherstoffe und die Kunst der Wandlung. Doch in was wollen wir uns verwandeln? Vielleicht in einen Wolfskrieger, einen Werwolf, ein Kätzchen oder eine Maus? Das sucht ihr euch dann selber aus. Auf alle Fälle brauchen wir dazu einen Zaubertrank. Schaut vorbei und kommt mit. Wir suchen gemeinsam nach den Zauberkräutern. Grüß euch, ich bin die Carmen Balisa und ich klopfe gern. Richtig interessant wird es dann, wenn Menschen an sich selbst klopfen. Da gibt es nämlich spezielle Meridianpunkte dafür. Es gibt 7 Punkte, die man 6 bis 8 Mal beklopft und damit lösen sich die Blockaden im Energiesystem. Hilfreich ist diese Technik zum Beispiel bei Stress, Ängsten, Schmerzen und Konzentrationsproblemen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Befreiung. Herkulespfad, Venusrunde, Hörgang und Liesroas. So heißen die 4 neuen Wanderrouten durch das Gemeindegebiet von Gaspoldshofen, die am Nationalfeiertag feierlich eröffnet wurden. Die Initiative dazu kam von den Gaspoldshofenern, die vor 6 Monaten den Wunsch bei einer Bürgerbefragung äußerten. Das war in der kurzen Zeit eine Herkulesaufgabe, ja. Und unser Ehrgeiz war eben, am
Nationalfeiertag, diesem typischen österreichischen Wandertag, die Eröffnung zu ermöglichen. Die Wege sind perfekt ausgeschildert. Dank QR-Codes kann sich der Wanderer die Route und zusätzliche Informationen dazu auf sein Smartphone holen. Also so heißt, wenn du irgendwie ein Handy hast, wo du ein Navigationssystem drauf hast, dann funktioniert das auch mit dem. Oder du kannst dann noch einmal, wenn du daheim bist, auch unter dieser Webadresse wanderwege-gaspertshofen.at kannst du das auch die Routen ausdrucken. Routen mit Geschichte. Der Herkulesweg führt durch Watzing, in der einst eine römische Miniaturstatue gefunden wurde. Ebenfalls in Watzing fand sich eine Figur der Schönheitsgöttin Venus. Die Liesroas geht über die ehemalige Bahnstrecke, die in Zukunft noch zu einem Radweg ausgebaut werden wird. Es ist einfach klasse, was abwechslungsreich ist. Das heißt, du bist einmal im Wald, du bist einmal auf offenem Feld, du hast gerade Strecken, du hast gebirgige Strecken. Das ist eigentlich gemischt. Cool, ist mega cool einfach. Weil jetzt alles bald asphaltiert wird und dann kann man auch noch besser gehen. Ja, die Venus unten, das ist eine sehr schöne Runde. Bei so einem herrlichen Wetter wie heute, wunderbar. Und jetzt in der Laborstelle hier haben wir eine Gulaschsuppe gekriegt, super. Wir sind eine Wandergruppe aus Wels. Ich fahre zum Fortana Service machen, schon viele Jahre. Und da kenne ich mich da ein bisschen aus. Und wir haben das gelesen und auch gesehen, dass da Wanderwege sind. Und jetzt sind wir da. Wir waren vor kurzem da auf einer Wanderung. Und die hat uns recht gefallen. Und darum haben wir gesagt, jetzt schauen wir sich das an, weil wir brauchen wieder Wanderwege für die Gruppe auch. Die Wanderwege sollen nicht nur Touristen anlocken, sondern vor allem auch den Einheimischen als Naherholung dienen. Dass man einfach nicht immer wegfahren muss, wenn man mal einen halben Tag oder zwei Tage wo Erholung und Urlaub machen will. Man hat so viel da. Das hat natürlich, die Region hat was davon und die Umwelt hat was davon, dass man nicht weit wegfährt. Start und Ziel der Wanderwege ist die neue Mittelschule im Zentrum von Gaspoldshofen. Die Radiosendung Frühstück bei mir gehört bei vielen Österreichern zum Sonntagsritual. Eine Tasse Kaffee, ein Kipferl mit Butter und Marmelade und die Stimme von Claudia Stöckl. Die Radiomoderatorin bringt seit 21 Jahren prominente Gäste aus Musik, Kultur, Politik und Sport zu ihren Hörern an den Frühstückstisch. Diese Geschichten und Erlebnisse schrieb sie nun in ihrem neuen Buch Interview mit dem Leben nieder. Mir schreiben ganz oft die Hörer, dass sie mitnotieren, weil sehr viele sehr kluge Sätze von meinen prominenten Gästen gesagt werden. Und ich habe das jetzt in Lebensthemen geordnet. Glück, Abschied, Liebe, Scheitern, Älterwerden, also große Fragen des Lebens. Und lasse meine Gäste mit dem, was sie mir in Interviews gesagt haben, darauf antworten. Wenn Claudia Stöckl etwas kann, dann Fragen stellen. Ihr gelingt es, in Interviews eine Atmosphäre der Geborgenheit herzustellen. Dass man als Interviewpartner von Dingen spricht, die man nicht einmal in seinen Memoiren schreiben würde. Sie selbst ist sympathisch, sie selbst bringt gewisse Dinge auf den Punkt und im Beruf ihrer Sache macht sie das gut und lässt uns sehr viel Einblick in ihr Arbeitsleben auch gewinnen. Ich glaube, die Frau Stöckl ist ein absoluter Profi in der Vorbereitung, aber natürlich auch im Interview selber. Ich glaube, sie hat ein gutes Spür für Kleid und das nutzt natürlich auch während ihrer Interviewstunden. Sehr sympathisch, sehr tiefgründig, sehr warmherzig, sehr achtsam und eine besondere Art halt, was vom Interview her führt. Und so ist es einfach als Mensch auch, also sehr, sehr achtsam und ja, eh wie es im Interview auch war. Ich glaube, die mag die Menschen einfach gern und ist interessiert am Mitmensch. Claudia Stöckl beleuchtet in ihrer Talkshow alle Bereiche des Lebens. Auch die Zuhörer ihrer Buchpräsentation in der Raiffeisenbank Ried im Innkreis ließen sich von dieser Sammlung von klugen Gedanken und facettenreichen Ansichten zu neuen Sichtweisen auf das Leben inspirieren. Das Statement von Falco hat mir sehr gut gefallen, so quasi, dass man auch in der Persönlichkeit und in der Seele mitwachsen muss und dass in der Erfolg nicht über den Kopf wachsen darf. Beim Glück einfach so verschiedene Definitionen, das hat mir auch ganz, ganz viele neue Einsichten gegeben, muss ich sagen. Übers Glück, über Zufriedenheit, übers Älterwerden. Plötzlich ist das Älterwerden eben nicht mehr eine Bürde,
sondern jeder Tag ein Geschenk. Also dann hadert man nicht mehr mit den Jahren, sondern denkt sich, eigentlich ist jedes Jahr wichtig, weil es mir einen Schritt mehr gibt, dass ich vielleicht für andere etwas tue, dass ich etwas verwirklichen kann. Und ich glaube, auch da ist eben diese Perspektive das Wichtige. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Spuren der Liebe hinterlassen kann, wenn einem das gelingt und ins Älterwerden ganz einfach, weil es ist letztendlich die Freude, was gelungen ist. Und ich werde es im Buch nochmal nachlesen, genauer. Am 17. und 18. November verwandeln sich der malerische Stiftshof und das jahrhundertealte Kellergewölbe des Stifts Reichersberg am Inn wieder in einen Schauplatz echter Handwerkskunst. Mehr Infos unter www.innviertel-tourismus.at. Der Lady Circle 3 Ried im Innkreis lädt am Freitag, 16. November, bei Fliesenhuemer in Tummelsham zur 13. Weinverkostung. Der Reinerlös geht als Soforthilfe an in Not geratene Familien in der Region. Trotz dichten Nebels ließen es sich über 50 Reiter und Kutschenfahrer nicht nehmen, zum Leonardi-Ritt nach Geiersberg zu kommen. Dieses Brauchtum lässt sich hier bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Zu dieser Tradition gehört auch, dass die Pferde, aber auch die Menschen den kirchlichen Segen erhalten. Der heilige Leonhard war ein Heiliger im Frankenland, der besonders für die Tiere da war, der ein Freund der Tiere war. Die Bauern und die Hirten sind zu ihm gekommen, wenn sie Rat gesucht haben. Und der Leonhard hat halt dann gewusst, was zu tun ist bei Krankheiten, wie man das Vieh behandelt. Vor rund 25 Jahren hat man in Geiersberg diesen schönen Brauch wiederbelebt, auch wenn die Tiere heute längst durch Traktoren ersetzt wurden. Das Pferd hat eigentlich in früherer Zeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Es ist dann einmal eine Weile eher ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber jetzt in der heutigen Zeit gewinnt das Pferd natürlich wieder einen sehr hohen Stellenwert. Für die Teilnehmer hat dieser Leonardi-Ritt trotzdem noch eine große Bedeutung. Ja, ich denke schon, die Pferde werden heuer auch krank, also auch wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Ne? Im Gegenteil, gerade so Sportpferde oder was. Und ja, nein, es ist einfach schön, und auch wenn es wieder nicht ganz so passt. Pferde haben schon noch einen Stellenwert in der ganzen Landwirtschaft, bei uns halt nicht so. Aber im Gebirge, wenn man schaut, beim Holzrücken, man braucht es immer noch. Die sind noch nicht aus der Mode. Der Unterschied gegen früher ist das, dass das Pferd heute einen Liebhaberwert hat. Es ist ein Hobby geworden. Und viele freuen sich schon, wenn sie da in Geiersberg wieder beim Leonhardi-Ritt teilnehmen dürfen. Ganz im Trend liegt man in Geiersberg auch mit den Reiterspielen. Beim Kranzelstechen sind sowohl Geschicklichkeit als auch Schnelligkeit gefragt. Bei den Herren konnte ein schon älterer Herr die Jugend ausstechen. Ich bin jetzt zum 8. Mal da und es ist mir immer gelungen zu gewinnen. Das ist meinem Pferd zu verdanken, nicht mir. Also Geiersberg ist mein Muss, dass ich komme. Es ist eigentlich immer unterschiedlich, weil der Boden ist immer anders, die Kranzen stehen sie immer anders hin. Und das macht es einfach spannend, dass du das Pferd dann in der richtigen Linie zum Kranzel hin lenkst und dann schlussendlich das Kranzel auf die Lanze bringst. Und der Preis für den Sieg ging an ihr Pferd Bingo. Ich habe mir einen Sack Hovern ausgesucht, weil Grand ist ja der Bingo. Und das hat er sich verdient. Ja, der Bingo ist ihr Lieblingspferd. Das ist ein Südtiroler Wallach. Der kommt aus der Gegend von der Seisalm. Ist hat einen bekannten Vorbesitzer. Und zwar ist es der Norbert Rier von den Kastelrotter Spatzen. Solche Erfolge wurden dann im Anschluss natürlich auch in geselliger Runde gefeiert. Und dort konnte auch das feuchte Wetter den Reitern und den vielen Gästen nichts mehr anhaben. Der hautnahe Kontakt mit den Handwerkern ist eines der Markenzeichen des Handwerksmarktes in Asbach am 17. und 18. November im Veranstaltungszentrum Danzers. Mehr Infos unter www.innviertel-tourismus.at. Future Day bei Borby Austria in Ranshofen am Freitag, 16. November von 14 bis 17 Uhr. Unter dem Motto Lehre bringt Zukunft gibt es viele Highlights wie Erlebnisstationen, Infopoints zu den Lehrberufen und Betriebsführungen. Der Pfarrsaal in Raab füllte sich schnell bis auf den letzten Platz. Eingeladen hatte der Tennisclub Raab zu einem Kabarettabend mit Marius Sacher. 2016 hatte man einen Hochwasserschaden. Mit Kulturveranstaltungen
will man die Kasse wieder auffüllen und obendrein noch etwas spenden. Wir sind natürlich ein Sportverein, die Kultur ist uns wichtig, aber auch der soziale Aspekt ist uns wichtig. Ein Teil von den Einnahmen spenden wir für die Schmetterlingskinder. Wir haben in Raab ein Schmetterlingskind und zwar der Obmann, Stellvertreter, ist der Papa von dem Schmetterlingskind, das ist die Nina Feichtelbauer. Die heute 26-Jährige leidet seit ihrer Geburt an der seltenen Erkrankung Epithermolysis bulloso, kurz EB. Die Haut bildet ständig Blasen und durch die Folgen dieser Blasenbildung ist der Körper eines Schmetterlingskindes schwer beeinträchtigt und gezeichnet von Verletzungen, die bis in die Schleimhäute gehen, die zu Beeinträchtigungen im täglichen Leben führen, in der Mobilität, beim Essen, zu starken Juckreiz führen und ständig auch zu Schmerzen. Die muss jeden Tag in der Früh muss verbunden werden, hat die Finger verkrüppelt, hat starke Wunden und das sind natürlich irrsinnige Schmerzen. Und die Betreuung, was da in Salzburg gemacht wird, ist unbedingt notwendig, weil es war in Österreich überhaupt nichts da, da hat man auf Deutschland ausweichen müssen. Der Vater von Nina hat vor 23 Jahren Debra Austria gegründet. Der spendenfinanzierte Verein betreibt das EB-Haus in Salzburg, das an die Salzburger Landeskliniken angeschlossen ist. In diesem Zentrum sind mittlerweile ein großes Forschungslabor mit 30 Forschern untergebracht, eine Ambulanz mit zwei Ärztinnen und zwei Krankenschwestern und eine Akademie, die sich um die weltweite Vernetzung kümmern. Und dort gibt es Hilfe. Ja. Dort gibt es Hilfe für die Betroffenen im täglichen Umgang. Ohne EB-Haus Austria wäre das Leben noch schwerer. Es tut mir recht leid, dass manche Kinder das haben. Und ja, ich hoffe, dass es bald einmal so ein Mittel gibt, dass man das hören kann. Die Nina wird heute da sein, auch, und ich freue mich dann, wenn ich es kennenlerne, weil sie ist ja trotzdem eine sehr starke Persönlichkeit, habe ich mir sagen lassen. Und es freut mich, dass ich halt auch von meiner Seite da ein bisschen einen kleinen Beitrag leisten darf. Die große Hoffnung ist die Linderung und vor allem die Heilung der Krankheit, die durch langjährige Forschung, die wir finanzieren, die uns hoffen lässt, dass in einigen Jahren es Therapien gibt, die auch anwendbar sind. Herzhaft lachen und dabei Gutes tun. Nicht nur Nina hat dieser Abend sehr gefallen. Hochzeit, Hochzeit, der schönste Tag im Leben. Hochzeit, Hochzeit, ein schöner Tag. Wird's nie wieder gehen. Kunsthandwerksmarkt im Stift Reichersberg. Am 17. und 18. November verwandelt sich der Stiftshof und das jahrhundertealte Kellergewölbe wieder in einen Schauplatz echter Handwerkskunst. Aussteller aus 5 Ländern präsentieren hochwertige Produkte. Manche Momente. Nicht verpassen. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Schärdinger Christbaum kommt aus Schardenberg. Noch erinnert das Wetter nicht an Weihnachten, doch in Schärding laufen schon die Vorbereitungen. Der Christbaum am Stadtplatz steht schon und ist mit 18 Metern und 4,5 Tonnen nicht zu übersehen. Neuer Vorstand der JVP Höhnhardt. Julian Diermeier löst Obmann Florian Finstermann ab, der über 3 Jahre die Geschicke der Ortsgruppe leitete. Der frisch gewählte Obmann bekräftigte mit der JVP Höhnhardt auch in den kommenden Jahren weiterhin aktiv am Gemeindegeschehen mitzuwirken. Kurhaus Schärding wird international. Das Kurhaus der Barmherzigen Schwestern wurde als Nominee für den international renommierten Hotel Boutique Award 2018 ausgezeichnet. Als Hotel of the World dürfen sich österreichweit nur 5 Häuser bezeichnen. Schnelle und unbürokratische Hilfe. Der Lions Club Schärding-Pramtal unterstützt mit 3.000 Euro die Lebenshilfe in Münzkirchen. 1974 gegründet, setzt sich der Lions Club Schärding-Pramtal derzeit unter Präsident Stefan Schönbauer vorwiegend für unschuldig in Not geratene Menschen der Region ein.
Erfolgreiche Tourismusfusion im Bezirk Braunau. Ein gemeinsamer Tourismusverband mit mindestens 13 Städten und Gemeinden wird ab 1. Jänner die touristische Entwicklung im Bezirk Braunau vorantreiben. Von Indien ins Innviertel. Mitten in Scherding wird im Kurhaus die ayurvedische Tradition gelebt. Von indischen Meistern aus ihrem Ursprungsland. Grundsätzlich, es geht zum Reinigung, Entgiften sozusagen. Ja. Das schaffen wir durch äußerlich durch die Haut, also durch die Wärme und durch die Kräuteröle. Und so können wir eben Immunstärke, also allgemeine leichte Verkühlungen und was im Körper normalerweise vorkommt, ja. Oder auch mit Gelenke Probleme, also Übersäuerung betrifft Gelenkbeschwerden wie Arthrose, auch bei rheumatischen Formenkreis und so weiter, können wir ganz gut behandeln, also oder vorbeugen. Ayurveda ist die älteste überlieferte Heilkunde der Welt mit ihrer 5000-jährigen Geschichte, die Mutter aller Medizinen. Im Kurhaus Scherding treffen drei Disziplinen aufeinander. TCM, die traditionell chinesische Medizin, Kneipp, die traditionell europäische, sowie die traditionell indische. Neben Massagen oder Meditation spielt die Ernährung dabei eine wichtige Rolle. Je nach Konstitutionstyp werden Speisen nach den Geschmacksrichtungen süß, sauer, bitter, salzig, herb und scharf in Kombination mit Gewürzen empfohlen. Wenn Sie zu uns kommen und gehen zum Nijo und Sie lassen sich bestimmen, sozusagen, was für ein Dosha das man hat, das heißt, jeder Mensch ist ja ein Individuum für sich. Und da kann man dann das Essen drauf natürlich abstimmen auf den. Zum Beispiel gibt es Vata-Bitter-Kaffertypen oder Mischtypen. Und da weiß ich dann natürlich ganz genau, was dem gut tut. Vata ist von der Konstitution eher kälteempfindlich. Und die haben mehr so Trockenheit im Haut oder im Körper sozusagen. Sie brauchen Nahrungsteile eher erwärmend wirken. Kurkuma, auch der gelbe Ingwer genannt, wärmt unseren Körper. Achtsamkeit beim Essen, Achtsamkeit bei den Therapien. Das ist das Credo im Kurhaus Scherding. Hallo, ich bin Michi Wolf, wohne im schönen Reichersberg und welches süße Geheimnis sich hinter dieser Tür verbirgt, zeige ich euch jetzt. Seit 5 Jahren ist Tortendeko meine große Leidenschaft, weil ich dort meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. In den letzten 3 Jahren habe ich auch bei einigen Tortenwettbewerben mitgemacht und heuer an der Tortenmesse in Wels sogar 3-mal Gold für meinen Fuchur gewonnen. Und jetzt zeige ich euch, wie man sowas macht. Und weil es gerade momentan so in ist, bei den ganzen Mädels, machen wir jetzt ein Einhorn aus Modellierpaste in verschiedenen Farben. Wir benötigen dazu Werkzeug, Lebensmittelfarbe, auch Gold für unser Einhorn. Und jetzt legen wir los. Seien wir uns ehrlich, ein bisschen Einhorn schaut doch kaum für uns, oder? Jahre Republik. In Kopfing hatte man am Nationalfeiertag einen besonderen Grund zum Feiern. Neben dem Totengedenken am Kriegerdenkmal würdigte man den in Kopfing geborenen Johann Nepomuk Hauser. Er war der erste Landeshauptmann Oberösterreichs und führte das Land nach dem Ersten Weltkrieg aus der Monarchie. Er war einer, der mit alle Kinder hat. Da hat es einen Spruch gegeben in der damaligen Zeit. Der Hauser, das ist wie so ein echter Innviertler Speck. Außen schwarz und innen ein wenig rot. Das war der Spruch, weil Hauser mit allen anderen Parteien, die damals existiert haben, auch mit den Deutschnationalen oder mit den Sozialdemokraten und mit den Christdemokraten, mit allen Kinder hat. Eigenschaften, die auch heute noch in der Politik gefragt sind. Eigentlich war er einer meiner
Vorgänger, wenn man so sagen kann. Ich bin Heinklubobmann der Volkspartei im Parlamentsclub. Damals unsere Vorgängerpartei waren die Christlich-Sozialen. Und ich glaube, er hat jedenfalls geschaut, dass er für die Menschen im Lande schaut, dass sie Österreich gut weiterentwickeln kann nach dem Zerfall der Monarchie. Und er ist ein Landeshauptmann in Zeiten der Monarchie, Landeshauptmann war in Oberösterreich und dann auch noch, wie wir schon die Republik gehabt haben, bis zu seinem Todestag. Und ich glaube, das war schon ganz entscheidend nach dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Das hat Hauser jedenfalls erkannt. Hauser schaffte nach den Wirren des Krieges einen friedlichen Übergang und war schon früh ein Gegner der Nationalsozialisten. In ganz Europa sind diese Umstürze nicht so friedlich verlaufen wie in Österreich, beziehungsweise auch in Linz. Denken wir nur Budapest oder Berlin oder St. Petersburg, wo über die Revolution war. Hauser hat versucht, vor allem mit den Sozialdemokraten, mit Renner, Seitz, einen Konsens zu schließen. Wir sehen da drin ein Bild, wo Hauser und Renner in einer Karikatur dargestellt werden. Wisst ihr, die zwei, man braucht sie gegenseitig. Und diese Konsenspolitik war erfolgreich, die haben wir heute noch in Oberösterreich. Eine Ausstellung in seinem Geburtshaus zeugte vom Schaffen Hausers, aber auch von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, dass der Hauser trotzdem schon gewusst hat, was auf uns zukommt und er, soweit es ihm möglich war, entgegengewirkt hat. Ich glaube, für uns ist der Hauser ein großes Vorbild und für die Kopfinger sowieso. Wir sind ein Haufen Rennsportbegeisterter, die ihre alten Formel-Auto gerne auf der Rennstrecke bewegen. Also wir stehen nicht neben der Rennstrecke, sondern fahren die Dinge auch. Und wir zeigen euch jetzt ein bisschen, was wir dann und was wir auf der Rennstrecke bewegen. Wir haben von der Scuderia Imperial und wir haben ziemlich rennsportbegeistert. Wir haben 6 Fahrer, haben circa 10 Auto, die wir regelmäßig bewegen. Kennen uns eigentlich seit der Mopedzeit die ganze Gruppen und seitdem verfolgt uns eigentlich der Benzingeruch. Tja, und was fahren wir altersgemäß? Zu uns passend Fahrzeug aus den 70er-Jahren, Formel Ford, Formel 2, Formel 3, Rennsportwagen und war was Spezielles da diesen Formel 2 March 1980. Wir restaurieren unsere Fahrzeuge größtenteils selber und ich glaube, das ist auch der Grund, dass wir eher eingeschworene Gemeinschaft sind. Der Zeitaufwand ist dort ziemlich groß. Da gehen schon sehr viele Wochenende drauf. Und jetzt fragt sich natürlich, wo wir fahren. Wir fahren am Red Bull Ring, wir fahren am Salzburg Ring, wir fahren am Bananenring und dort treffen wir uns und matchen wir uns natürlich sehr eifrig mit unseren Freunden, weil jeder nimmt es dann doch irgendwie ernst. Jetzt darf es uns halt noch gefreien, wenn es bei uns einmal in der Box vorbeischauen darf. Ganz nach dem Motto Vertrauen verpflichtet, lud die Volksbank Oberösterreich Region Innviertel zu einem Kabarett der Extraklasse nach Mattighofen ein. In Zuerst die gute Nachricht zeigte Kabarettist Klaus Eckel einmal die Welt aus seiner Sicht. Denn er macht sich die Welt wie es ihm gefällt. Es war super. Es ist perfekt der Wandel auf den Punkt gebracht worden. Es war ein sehr lustiger Abend. Ja, es ist sehr gut aufgebaut gewesen. Ich habe den Kabarettisten nicht kennt und habe mich einfach darauf einlassen und es war eine super Entscheidung. Und wie immer von der Volksbank, wenn die was machen, dann ist es halt einfach gut und da geht man gern hin. Dieser enorme Zuspruch, den wir haben, spricht einerseits für unsere guten langjährigen Kundenbeziehungen und andererseits spricht er natürlich auch für unseren Referenten, für Herrn Eckel, der offenbar sehr bekannt und beliebt ist im Innviertel. Bekannt und beliebt ist hierzulande auch das Sparbuch. Und auch nach 10 Jahren Niedrigzinsumfeld sind die Österreicher weiterhin Weltmeister im Sparen. Aber nicht jeder Weltmeistertitel ist auch wirklich gut. In dem Fall ist es nicht gut, weil wenn die Inflationsrate höher ist wie die Zinsen, dann verlieren wir eigentlich jeden Tag beim Sparen. Also wäre es wirklich gut, seine Form des Sparens etwas anders zu gestalten, mehr in das Thema Fondssparen hineinzugehen und die Veranlagung etwas anderes zusammenzusetzen. Wenn man an die Bank denkt, kann man natürlich mit Sparbüchern anfangen. Ein solides Fundament, ein sehr sicheres. Man kann natürlich dann auch irgendwie mit Fonds sparen, sich da irgendwie verwirklichen. Ein Bausparer gehört sowieso ins Sortiment dazu. Dann kann man Richtung Fonds sparen, natürlich Richtung Aktien sich ein bisschen entwickeln oder austoben. Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit einem sehr erfahrenen Partner
mit der Union Investment zusammen. Die Union Investment bietet für alle Veranlagungsklassen interessante und sehr gute Fonds an. Derzeit wird es aufgrund der schwankenden Märkte von unseren Kunden die laufende Ansparung bevorzugt. Also grundsätzlich denke ich, ein Sparen hat schon einen Sinn, weil Sparen letztendlich eine gewisse Art von Freiheit bedeutet. Und man muss halt auch schauen, dass man, wenn man immer aktiv im Berufsleben ist, ein bisschen was auf der Seite hat, und deshalb finde ich Sparen schon sehr sinnvoll. Sinnvoll ist es auch, sich ab und zu einmal eine Auszeit zu nehmen. Und dazu eignete sich dieser Abend einfach perfekt. Damit bedankte sich die Volksbank Oberösterreich auch für die langjährige Treue seiner Kunden.